Ich glaube, in der Bildzeitung stand sie, Billy the Kid schoss sein erstes Tor im Westfalenstadion und dann hatte ich natürlich den Arm weg. Kennst du die Perle, die Perle Tirols? Den Billy Rehner, den kennst du wohl. Umrahmt von Bergen, so friedlich und still, ja, so lebt Billy am grünen Inn. Hier lässt sich's aushalten. Billy Rehner, einer unserer schwarz-gelben Helden zur Jahrtausendwende, lebt da, wo andere Urlaub machen. 2013 habe ich mich ja von meiner Ex getrennt und zu dem Zeitpunkt ging es mir nicht so gut. Und da waren gewisse Sachen, die nicht so rund liefen, wie ich mir das vorgestellt habe. Also das war für mich erstmal so, dass ich sage, na, ich muss erstmal gucken, dass ich erstmal mit meinem Leben zurechtkomme, dass ich das wieder, ja, im Griff bekomme. Und dann bin ich hier runter und habe dann aber auch festgestellt, dass mir das richtig gut tat in Österreich. Die Leute kannten mich nicht und das habe ich gebraucht zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann nach einer Woche habe ich mir überlegt, dass ich dann noch mal 2 Wochen dranhänge. Und dann habe ich nach einem Jahr jemanden hier kennengelernt, meine jetzige Frau. Ja, und mit der bin ich jetzt 6 Jahre zusammen. Und ja, insgesamt die Berge, ich sag Radfahren, Wandern, die gute Luft hier in Tirol, die Leute, ist alles das, was ich gebraucht habe und ich fühle mich einfach wohl. Vor 50 Jahren wurde er als Giuseppe Rehner mit italienischen Wurzeln in Unna geboren. Ja, meine Schwester, die ist ein Jahr älter als ich und sie konnte Giuseppe nicht aussprechen und meine Mama hat immer so Bellillo gesagt zu mir. Das ist auf Italienisch so, ja, süßer in dem Sinne. Und dann hat meine Schwester mir den Namen irgendwie vermacht, indem sie mich dann immer Billy genannt hat. Und Billy hat großes Talent. In der Jugend von Rot-Weiß Unna zeigt sich früh, dass er zu höherem berufen ist. Auch wenn das nicht alle in der Familie so sehen. Papa hat immer zu mir gesagt, such den vernünftigen Job aus, lass das mit dem Fußball spielen. wenn ich Fußballschuhe haben wollte, bin ich zu Papa gegangen. Papa, ich brauche ein paar neue Fußballschuhe. Sagt, ja, mein Onkel hat eine Pizzeria, geh da arbeiten und kauf dir die Schuhe selber, hat er zu mir gesagt. Dabei sind seine Eltern selbst Fußballfans. Die Mama kommt aus der Nähe von Neapel. Maradona ist das große Fußballidol in der Familie, deren Herzen aber längst schwarz-gelb schlagen. Mein Papa selbst hatte eine Dauerkarte auf der Südtribüne und ich bin als Kind eigentlich immer mitgegangen, als kleiner Zwerg. Und wenn man das natürlich als Junge dann auch begleitet, dann ist das schon was Magisches teilweise auch. Es dauert zwar, aber mit 22 Jahren wird Billy dann doch Fußballprofi. Ich sag mal, ich bin ja noch der Straßenfußballer, ne? Also wie gesagt, ich bin relativ spät Profi geworden. Ich kam ja auch zur Bezirksliga. Das ist, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr möglich. Und deswegen bin ich da umso stolz darauf. Vom Zweitligisten Wattenscheid geht es für 3 Jahre nach Bielefeld. Für die Arminia überzeugt er auch in den Spielen gegen den BVB und 1999. Mit 27 Jahren ist es dann soweit. Für mich war es immer so ein Ziel, mal irgendwann für Dortmund zu spielen. Das war für mich das Größte. Ich sage, ich habe auch ein Angebot von Bayern bekommen, was für mich nie ein Thema war. Und das war für mich das Schönste als Fußballer, was man überhaupt so erreichen kann. Für den BVB, im BVB-Trikot, so im Westfalenstadion noch früher zu spielen. Billy Rehner schlägt sofort ein. Trotz der Star-Einkäufe von Freddy Bobic und Viktor Ikpeba, es ist Billy Rehner, der bei seiner Premiere im Westfalenstadion die Herzen der Fans auf Anhieb im Sturm erobert. Ich habe das Tor gemacht und dann habe ich mich vor der Südtribüne hingestellt und habe wirklich nur den Jubel gemacht. Und dann, also ich glaube, in der Bildzeitung stand sie, Billy the Kid schoss sein erstes Tor im Westfalenstadion und dann hatte ich natürlich den Arm weg. War aber nicht tragisch. Fand ich super. In seinen ersten beiden Spielzeiten absolviert er 57 Bundesligaspiele, erzielt 13 Treffer und liefert 10 Torvorlagen. Er spielt 12-mal in der Champions League und gewinnt 2002 einen Titel. Man ist deutscher Meister, ja. Wenn man bei Wikipedia guckt, dann stehst du da als deutscher Meister. Das ist richtig. Hab aber nicht viele Spiele gemacht zu dem Zeitpunkt. Ich hatte ja einen Kreuzbandriss und bin relativ spät eigentlich wieder zurückgekommen.
Hatte ein paar Einsätze. Ich glaube, viele Tore habe ich nicht gemacht in der Saison. 2005 verlässt Billy den BVB. Ein Jahr später beendet der Deutsch-Italiener seine Karriere. Also typisch italienisch ist das Essen natürlich. Ne? Also ich liebe die italienische Küche. Ich brauche, ich sag mal, in der Woche mindestens dreimal die Pasta. Und das typisch Deutsche ist eigentlich die Pünktlichkeit bei mir. Also ich hasse es, zu spät zu kommen. Es gibt aber auch Dinge in seinem Leben, für die ist es nie zu spät. Ich habe nur eine Tochter und das habe ich mir als Ziel gesetzt, dass die, ja, sie ist beim Zirkus, seit sie sechs ist, im Zirkus Travados in Unna. Und die entwickelt sich super gut und ja, jetzt bin ich erstmal für sie da und versuche, ja, dass sie den richtigen Weg einschlägt und für sie eben alles gebe. Giuseppe Billy Reyna, ein Leben wie eine Achterbahn. Die Tiefen hat er gemeistert, inzwischen genießt er die Höhen. Mittlerweile fahre ich auch Ski, ja. Ich versuche es zumindest, ja. Und für mich ist wichtig, dass man von oben nach unten fahren kann, sich an der Hütte hinsetzen kann, ein Bierchen trinken kann. Das ist einfach das, was ich hier total nett finde. Und wenn er dann da so sitzt und sein Bierchen trinkt, dann kann er seine Gedanken schweifen lassen und in Erinnerungen schwelgen. Ich meine, wenn du als Spieler, wenn du ein Tor machst und du stehst vor der Südtribüne und du siehst diese Wand eigentlich, ne, dann ist, ich meine, man kann diese Situation nicht beschreiben. Also ich kann das jetzt nicht mit meinen Worten wiedergeben, was man da genau fühlt. Also man muss überlegen, da die ganzen Leute jubeln dir zu, ne, und es ist gigantisch einfach, ne. Also ich glaube, was Größeres gibt es nicht, ne.